Während China noch immer in Ostturkestan eine unmenschliche Assimilationspolitik betreibt, kommen Bedenken bezüglich der türkisch-chinesischen wirtschaftlichen Einigungen auf. Am Atatürk-Flughafen wurden in den letzten Wochen 11 aus Thailand anreisende Uiguren temporär festgehalten und anschließend entlassen. Ein uigurischer Student der Sinchan-Universität, Berhatjan Gafur, wurde durch türkische Kräfte in ein Abschiebezentrum gebracht, allerdings kurz darauf vor einer Abschiebung nach China bewahrt. In der türkischen Stadt Uşak demonstrierte ein Protestzug bestehend aus der Zivilbevölkerung, einigen NGOs und verschiedenen Vereinen gegen die unterdrückerische Politik Chinas. In Istanbul kamen Anhänger eines Motorclubs ebenfalls zusammen, um ihre Solidarität mit den Uiguren zu bekunden. Auch in Malatya sammelten sich Nationalisten in diesem Sinne. Israelische Christen empörten sich über eine das Christentum erniedrigende Ausstellung in Haifa. Die Ausstellung soll Heiligtümer der Religion unangemessen darstellen. Das Museum der Stadt beabsichtigte mit der Ausstellung eine Konsumkritikdebatte, was zur Empörung israelischer und palästinensischer Christen führte. In der historischen Stadt Samarkand in Usbekistan versammelten sich verschiedene Außenminister unter dem Titel Mittelasien-Indien-Dialog. Der Außenminister Usbekistans, Abdulaziz Kamilov, sprach von dem grundlegenden Ziel des Dialogs, den Beziehungen zwischen mittelasiatischen Ländern und Indien eine neue Dynamik zu geben, sowie die Partnerschaft als solches neu zu beleben. Die Bestrebung sei weiterhin, Aktivitäten internationaler Vereinigungen zu koordinieren, sowie das große Potenzial der gemeinsamen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Handels, der Wirtschaft, der Kultur und anderen Bereichen zu nutzen. Nach der zweiten strategischen USA-Katar-Konferenz hielten die Außenminister der Vereinigten Staaten und Katar eine Pressekonferenz ab, auf welcher Katars Außenminister von der Einigung der Länder bekannt gab, die militärische Präsenz der USA auf den amerikanischen Militärstützpunkt südwestlich von Doha zu verstärken. Zwei weitere Verträge, Bildung und Kultur betreffend, wurden ebenfalls unterzeichnet.